Eindruck dieses Weltenbühnentheaters, das 360 Grad um einen herum in beiden Richtungen, links nach rechts und oben nach unten, nie aufhören kann, der Film nie stoppen wird, der Ausblick und Einblick sich genauso verhält. Also die Filmrolle, eine Endlosschleife, zieht ohne Beeinflussung, nur mit immer verwickelteren, immer neueren, immer sensationelleren Ereignismomenten ungesehener Art bislang, sodass dieses bombastische, überwältigende Bühnenschauspiel den Anschein erweckt der Unübertrumpfbarkeit, der seit Ewigkeiten und bis in alle Ewigkeiten immer schillernden, glitzernden, blendenden neue Sensationsgereinigtheit. Und wie die anderen Adjektive lauten mögen, welche nach den neuen Transformations-Aberwitzigkeitsakten ebenfalls aus den Ereignishorizonten, aus den Geschlechten und den Geschlachten, aus den Unterwerfungen dann triumphal wieder hervorgehen, blendend, jubilierend, gleißend, triumphierend, gereinigt, erquickt, erfrischt. Auch als dieses Phänomen des sich Entziehens, das es absichtlich so inszeniert, damit man nicht hinter die Vorhänge blicken soll kann.